Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, gerade eben hatte ich schon ein bisschen Sorge, weil beim ersten Versuch den Spielstand zu laden ist das Game gecrashed und beim zweiten Versuch hing es jetzt eine ganze Weile. Und wie man hört, haben wir immer noch Hauptmusik-Musik. Wobei ich glaube, dass es auch Ingame-Musik ist. Ich hoffe mal, das werden wir ja sehen, wenn sie weggeht. Aber ja, dürfte auch Ingame-Musik sein. Und ich merke, das Spiel laggt heute wieder richtig stark. Von daher nicht so schön. Aber wir machen wenigstens Fortschritte mit unserer Erde hier. Mit unseren Auffüllarbeiten. Während hier oben weiter fleißig planiert wird und Steine liegen gelassen werden. Und ja, ich merke, das Spiel läuft arg schlecht heute. Mal gucken, ob sie es noch fängt. Ich hoffe es zumindest. Ja, sehr schön. Hier sieht man schon wieder nicht mehr das Holz. Man sieht aber, dass wir es schon fast bis nach oben geschafft haben. Ja, vergraben wir unsere Schande im Dreck. Wobei ich immer noch finde, dass wenn man sich das von oben anguckt, das einen ziemlich coolen Effekt hat mit dem Holz zwischen der Erde. Und da ist das Steinchen da unten despawned. Auch gut. So, dann macht man hier weiter. Hier scheint es ja zu klappen, weil hier drunter unser Gemälde ist. Wie ich es so gerne nenne. Back to game. Ich wollte nicht hier rein. Ich wollte X-Ray aktivieren.
Ja, da ist es zu sehen, das Gemälde, da durch dieses Geglitsche hindurch. Was ich übrigens interessant finde, man sieht das Holz nicht wirklich mehr hier drunter. Man sieht die lilanen Baumstämme, aber das war's auch schon. Also nur, wenn ich höher gehe. Zum Beispiel, das hier sieht auch lustig aus. Hier haben wir bereits Erde drauf wahrscheinlich, ja. Hier noch keine, genau. Ja, der X-Ray, bisschen speziell. Ja, und keine Ahnung, was die Dito-Kamera macht. Screenshot, Quick Save. Da fehlt ein Steinchen. Aber das ist egal, das können wir dann auffüllen, wenn es soweit ist. Wow, seid ihr hier fertig? Oh ja, Tatsache. Dann nächste Runde. Ja, da hier fast nichts mehr ist, müssen wir auch mal wieder einen neuen Steinbruch anlegen. Allerdings nur die Höhe hier. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Also ja, erstmal die beiden wegnehmen. Ich wollte die Höhe. Eins niedriger. Na ja, gut, macht er auch Treppen hin.
Doppelt hält eh besser. Das werden sie halt schnell abgebaut haben. Hier sind sie weiterhin fleißig. Und ja, das Spiel hat sich wenigstens einigermaßen gefangen. Hätte ich sagen sollen, jetzt fängt es doch wieder an zu legen. Ihr gehört dazu, okay. So, können das Ganze mal darüber bewegen. Oh, hier sind wir auch mittlerweile wieder fertig. Dann schieben wir das mal nach da oben. So, das letzte bisschen Stein hier. Also ja, auf der einen Seite ist es gut, der Berg ist glaube ich nicht so hoch wie der andere war. Dafür ist er aber, wie man sehen kann, so einiges größer. So, dann legt mal hier los.
Achso, das hatte ich schon erwähnt, das Loch da. Tolle Musterung übrigens. Sehr schön. Darauf habe ich gehofft und gewartet. Das hier klappt auch dieses Mal. Yay. Und die Victrons freuen sich sicherlich auch, dass sie jetzt hier einen ebenen Weg haben. Jo, läuft alles. Yippie. Ich glaube, wir lassen den Berg da stehen und ziehen hier so die Linie durch. So oder so ähnlich. Ja, sonst müssten wir auch das ganze Holz hier abreißen. Wer hat hier nicht anständig aufgeräumt? Immer diese Victrons. Oh, ihr seid hier fertig, das ist gut. Nächste Haltestelle bitte hier. Jawohl, so geht das.